Servus Leute, grüßt euch. Und wenn ihr euch wundert, ey, den Hanni, den gibt's jetzt doppelt, dann liegt das daran, dass ich die Aufnahme ohne Mikrofon gemacht habe. Ich habe ein paar Sachen angesprochen, und zwar, dass ihr natürlich heute in dem Video noch ab 16 Uhr, wenn ihr Bock habt, auf meinem Kanal coden könnt. Ja, eure Vorliebe für Codes leicht bei mir ausnutzen könnt. Ne? Es gibt ja mega viele Events, ja. Serverstart, Hellevator. Und jetzt kam dadurch auch schon der Dungeon ein Tag eher. Ne? Das ist ja mega viel. Und ich bin hier auf meinem Mainchar, den Assassinen, und wollte mir auf jeden Fall die Dungeons angucken. Denn ich habe ja noch den letzten offen, den Liga der Third Super, also hier Superheroes oder sowas. Und dann halt auch den neuen. Das machen wir hier in dem Video. Ich erzähle aber halt noch, dass eben ihr 16 Uhr nochmal ein Video kriegt von mir. Ein kurzes. Und dass der Gewinner des Gewinnspiels zu 250 Pelzen in meinem letzten Video von mir einen Kommentar bekommen hat. Das heißt, ihr solltet da mal abchecken, ob ihr das seid. Und solltet euch demnach auch entsprechend verhalten per Kommentar, damit ich weiß, wie ich euch kontaktieren kann. Dann werden wir das Ganze nochmal proven. Und dann kann derjenige zum Serverstart vielleicht schon die 250 Pilze nutzen oder auf einem anderen Server. Muss ja nicht für W60 sein. Aber für W60 guckt da auf jeden Fall rein. Ich habe jetzt hier angefangen, in die Light Dungeons zu gehen. Und habe halt auch wieder versucht, euch zu vermitteln, wie so meine Verbindung zu den Figuren ist. Und bei diesem Dungeon habe ich sehr viele Probleme. Also da kenne ich nicht so viel. Der One Punch Man, also da gibt es auf jeden Fall quasi einen Film, glaube ich, auch dazu, oder eine Figur. Kenne ich aber auch nicht wirklich, habe ich nur mal gelesen oder so. Also das, ja. Ne? Gleichzeitig wollte ich auch gucken, wie stark die Dungeons sind. Ne? War aber klar, dass diese Dungeons jetzt für den Char auf jeden Fall noch zu easy sind. Bei dem anderen Char war ich mir auch nicht so sicher. Mr. X, ja, da habe ich überlegt, ich kenne ein Street of Rage Game von früher. So ein Arcade Game, da gab es einen Dr. X, der sieht so ein bisschen im Gesicht ähnlich. Oder ich dachte, das ist Mr. X von den X-Men vielleicht. Also das wegen dem Text auch unten. Also manchmal sind ja die Texte wirklich schon, die geben eine Aussage darüber, dass das Ganze halt passieren kann. Und dann habe ich aber festgestellt, dass der Text ja nicht der eigentliche Text ist. Ach, stimmt, ich hätte mir das jetzt sogar mal noch, selbst jetzt im Replay habe ich es mir nicht angeguckt. Toilet Tracker finde ich sehr nice dargestellt, hat einen guten Text gehabt, kenne ich aber überhaupt nicht. Iron Man ist natürlich ein, sag ich mal, eine Figur, die man gut kennt, auch mit dem Bügeleisen. Das war ein bisschen lustig. Und das Rain Man, das finde ich richtig cool. Weil Rain Man ist ein richtig nicer Film. Das ist eher so ein Drama. Schon ein bisschen älter, mit Dustin Hoffmann in der Hauptrolle. Das ist nämlich der spielt dort einen Autisten, der halt unglaubliche Begabung hat in Zahlen. Ist ja meistens so, dass die zum Beispiel autistische Menschen besondere Begabungen auch mitbringen. Und diese Darstellung mit dem Gesichtsausdruck, dem Mantel im Regen, also das finde ich mega geil designt. Also die übertreffen sich da teilweise immer wieder die Spieleschöpfer da. Ich glaube Marvin heißt da der Zeichner, der Hauptzeichner da. Sehr geil. Und Invisible Woman hat einen lustigen Text, ne? Auch ein lustiges Bild mit den Augen zu. Erinnert mich ein bisschen an Emma. Kommt höchstwahrscheinlich von den Fantastic Four. Weil das ist so eigentlich die einzige Frau, auch von den blonden Haaren. Das passt. Candyman. Ja, da bin ich so zwiegespannt, weil der eigentliche Candyman ist für mich eigentlich eher im Bereich Horror. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie ein Anti-Held oder sowas ist. Aber es kann auch sein, dass ich es nicht weiß. Aber ich denke, das ist dieser Candyman-ish. Ja, das sind so die einzigen Figuren, wo ich eine kleine Relation auch habe. Bei Captain Coffin zum Beispiel habe ich schon wieder überhaupt keinen Plan, wer das sein soll. Also wenn ihr da mehr Infos habt für mich, klärt mich da mal bitte auf jeden Fall auf. Ja, das ist echt so. Und mir fiel auf, dass ich erstmal mein Inventar lernen muss. Das Krasse mal in meinem Inventar, das ist so schnell voll. Man kriegt halt mega viel Gold hier durch viele Sachen. Das macht schon Spaß bei dem Level, muss ich sagen. Also deshalb mag ich es auch, den Main Char weiterzuspielen. Und klar, durch die Dungeons kriegt man einen kleinen XP-Boost. Ist natürlich nicht schlecht. Und in dem Moment habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass ich die Schattenwelt gegebenenfalls von den beiden Dungeons dann in einem extra Video bringe. Forgetful Fist. Da kenne ich irgendwie so eine Art Textur oder Grafik. Das ist wie so eine Bewegung. Also es kam mir vor wie eine politische Bewegung oder irgendwas. Gar nicht wie eine Person. Also entweder ich habe auch wieder gar keinen Plan, ne, zu dem Dungeon. Ja,
Also wie gesagt, bei diesem, bei den anderen wusste ich ziemlich viel, aber hier habe ich echt Probleme, ja. Man kann halt auch nicht alles wissen, ja. Und hier ist Captain Monday. Da habe ich erst irgendwie an Jack Sparrow gedacht, wegen diesem Piratendesign. Es könnte halt auch eine Anspielung an Captain Morgan sein. Wegen dem M auch. Monday, Montagmorgen ist halt auch schade, gerade wenn man viel Alkohol getrunken hat und so. Aber das sind Vermutungen. Also bis auf Iron Man und Invisible Woman bin ich mir, glaube ich, nirgends so richtig sicher gewesen. So, wenn man mal kurz übers Inventar geguckt, die Items sind natürlich nicht stark, kann man nicht gebrauchen. Und ich habe ich festgestellt, was auch nice ist, dass ich auf Aura 45 kommen kann. Haben wir natürlich gleich gemacht, ja. Da habe ich euch auch fragen wollen, was denn eure weiteste Aura ist. Mit welchem Char, auf welchem Server quasi. Also bei mir ist es natürlich dieser Char hier, Aura 45. Ist jetzt für das Alter des Servers jetzt nicht mega krass. Das ist ja 2,5 Jahre alt, der Server mittlerweile. Ich habe es auch sicher mal vergessen. Aber trotzdem bin ich zufrieden mit der Leistung. Also ist nicht mehr so weit, bis ich irgendwann mal Aura 60 habe. Also ein bisschen weit ist es schon noch, aber ja, ne, also für alle, die jetzt einschalten, mich doppelt sehen, ich vertone das nur gerade nach vom Kommentar, weil ich grandioserweise gesprochen habe ohne Mikro. Und dann haben wir uns natürlich den neuen Dungeon angeguckt. Und da habe ich jetzt den Vorteil, dass ich ihn natürlich auch zwar kenne, aber eigentlich muss ich nicht wirklich überlegen. Na, Childhood Heroes, ne, ist klar. Und da habe ich festgestellt, dass man den erst ab 340 bekommen kann und den Schatten-Dungeon erst ab 500 sogar. Also den kann ich noch nicht mal jetzt kriegen. Und bei 340 war ich mir nicht sicher, ob das jetzt als Light-Dungeon heißt, dass er vielleicht sogar eine Challenge darstellt. Ja, gut. Das Ganze hat sich jetzt rausgestellt, dass es keine Challenge ist, aber in der Schattenwelt könnte dieser Dungeon für mich Challenge sein. Also das ist wahrscheinlich kein Durchläufer, so grob. Weiß nicht. Rein vom Level jetzt her, ne? Das würde gut XP geben. Magic Schoolgirl ist natürlich, also Sailor Moon für mich, ne? Also das Design mit den Haaren, also das ist Sailor Moon. Ich meine, würde in meinen Kreisen eher viel lustig gehalten. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich Sailor Moon geguckt habe, aber dieses Kraft des Mondsteins und so, das ist wie so eine Art Meme, mündliches Meme gewesen, was sich durchgesetzt hat. Bin mir da trotzdem nach wie vor sehr sicher. Ich meine, wie lange Haare Rapunzel. Und hier muss ich sagen, hier meine Reaktion, habe ich in der Vorschau so gar nicht gesehen, aber ist halt geil. Master of Doppelgängers, Schattendoppelgänger, Naruto. Eine Serie, die ich sehr gefeiert habe, die ich zuletzt auch geguckt habe, gerade die neueren Sachen und habe aber dann auch mal wieder die ersten Folgen gesehen und da muss ich sagen, weiß ich auch, warum mir das damals so gefallen hat, diese Schulenprüfungen, die die haben bei Naruto, wo die in diesem Wald sind und da wirklich eine Stimmung erzeugt wird durch die Musik, durch die Optik, durch die Situation auch, die hat mich richtig gepackt damals, ne? Da war richtig Spannung drin und das habe ich auch wieder gefühlt, dass ich das wieder geguckt habe, natürlich nicht mehr so, dass ich sage, boah, mega. Aber das hat mich damals so gefesselt, warum ich Naruto dann so weitergeguckt habe. Klar war die Serie insgesamt sehr geil, aber das war so der Höhepunkt eigentlich. Tatsächlich diese ersten Folgen, muss ich sagen. Also das, ja, sehr geil. Also Naruto, für mich keine Kindheitsheld, weil da war ich schon ein bisschen älter, aber ja. Okay, dieser Dungeon, Friendly Helper from the Neighborhood. Ganz ehrlich, da habe ich auch Probleme. Rein optisch sieht er für mich aus wie der Hund aus Sylvester und Tweety. Da gab es einen Hund in der Nachbarschaft da, der halt manchmal gerade Sylvester, also die Katze, Probleme gemacht hat. Und ich wüsste sonst nicht, wer das ist. Ja, also, komm jetzt nur anhand dessen, weil der Hund für meines Erachtens nach auch so ähnlich aussah. Also, da könnte es auch sein, dass ich mich irre. Überhaupt nicht sicher gewesen. Ich glaube, beim nächsten, wenn ich sehe, bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Hier habe ich aber gesagt, 100 Millionen XP ist schon gar nicht so schlecht. Und da habe ich auch gesagt, natürlich ist das für W60 interessant, denn das sind ja Dungeons. Also für Leute, die mit 340 den Dungeon freischalten, die bringen nicht wenig XP. Also um Level 300er oder 400er Rekorde aufzustellen, ist W60 prädestiniert, weil das der erste Server ist, der diese Dungeon dann auch hat, von Anfang an. Also, Es wird interessant sein, auf W60 zu beobachten. Ja, Student Shinigami. Da, ja, bin ich so zweigeteilt. Also
Für mich hat es auch irgendwas von Naruto. Ich glaube aber nicht, dass, ich wüsste nicht, welche Figur das sein soll. Das große, es gibt noch eine Serie, die ich geguckt habe, Zeichentrickserie vor Naruto mit so großen Schwertern, das war Inuyasha. Inuyasha, aber ich wüsste ja auch nicht, welche Figur, weil ich dachte, die haben irgendwie längere Haare und so. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Hier bin ich mir vielleicht zu 50% sicher, dass es Inuyasha sein könnte, aber ich sage mal, es gab ja auch Serien, die man nicht geguckt hat und die meisten Serien sind ja nicht aus meiner Kindheit. Also es sind ja alles so Sachen, die ich eher im Teenageralter geguckt habe. Aber bei dem, wenn ich hier schon wieder sehe, so lustig die Szene auch, ja, natürlich da, dass das Detective Conan ist, auch sehr geil. Ich fand die Fälle immer sehr interessant. Detective Conan ist auf jeden Fall, hat jetzt nicht so den größten Impact von den Serien wie manche andere, die wir hier drin noch sehen werden, aber ja, ist auf jeden Fall eine geile Serie und schön, dass bedacht ist und mit den Hilfsgeräten auch so als Uhr so zusammengepackt, sehr, sehr nice, ja. Und beim nächsten Dungeon war ich überrascht, weil in der Vorschau dachte ich, was anderes gesehen zu haben. Stell noch fest, dass die Waffe natürlich nicht gut ist. Hab auch gesagt, ach komm hier, nochmal einen Gem schnell skippen, bisschen Kohle reinbringen, bisschen Gold, ja. Mache ich so einmal am Tag, dass ich einen skippe, ja, das passt. Und hier auch von der Reaktion, ich dachte erst, das ist ein Pokéball, ne, in der Vorschau. Aber dabei ist es Ruffy mit einer Gum-Gum-Rakete. Mit einem Gum-Gum-Ballon, glaube ich, heißt die Attacke. One Piece ist halt genau so ein Ding. Nach der Schule, 5., 6. Klasse, bei meiner Oma Mittag gegessen, habe ich das im Fernsehen geguckt, auf RTL 2. Und fand das auch so geil. Ich habe da so angefangen, relativ zu Beginn der Serie, so Captain Black und die Riesen bis hin zur, da kam ich erst nicht drauf, bis hin zur Barockfirma. Und das hat mich halt auch so richtig gepackt, weil dieser Humor zum einen, dann natürlich auch die Kämpfe, die sehr packend waren. Es war ja auch schon damals blutig und also nie so kindlich, sondern eher ein bisschen auch in Richtung Erwachsensein. Das mit den Fähigkeiten war natürlich geil. Ich habe One Piece auch jetzt die letzteren Folgen geguckt, wenn auch mit langen Pausen zwischendurch. Finde es immer noch gut. Aber ich bin jetzt kein Riesenfan mehr davon. So. Und ich finde auch, irgendwann müssen die Leute ja mal eigentlich einen Punkt haben, wo sie nicht immer wieder stärker werden. So aus meiner Sicht, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht bin ich da zu wenig drin im Background mit den Teufelsfrüchten, dass das Potenzial doch höher ist. Aber es ist trotzdem immer noch sehr gut gemacht. Ja. Und hatte auch einige weitere Highlights, ja. So, und hier habe ich im ersten Blick überlegt, man sieht das richtig, habe ich wirklich gerade überlegt. Mir ist das nicht eingefallen. Und dann habe ich die Orden gesehen. Und Petrina klar. Und dann natürlich der Text Becoming the Very Best ist ein guter Hinweis. Das ist quasi Ash Ketchum von Pokémon. Aber halt in alt oder in arbeitslos. So ein harzer Ash, ja. Der einfach kein Glück hatte. Er hat halt nur 7 Orden bekommen. Den achten konnte er nicht kriegen. Ist halt in dem Alkohol verfallen, ja. Aber man sieht natürlich so diese Weste, diese Jeansweste, ne, und die Mütze, das ist schon sehr detailliert gemacht wieder. Also auch wieder, also das war sehr gut getroffen, weil es hat eigentlich viel verraten, aber doch erst auf den zweiten Blick für mich. Ja. Ich habe es auf den ersten Blick nicht gleich gesehen. Und sowas ist halt auch geil. Ja. Das finde ich an diesen Dungeons sowieso mega gut. Also, ja, ist einfach so. Habe ich schon mal gesagt, ach ja, stimmt, der Typ. Hier habe ich keine Ahnung, wer das ist, ehrlich gesagt. Also ich kenne ja, er heißt Joseph Joker. Es gibt natürlich einen Joker bei Batman. Aber der ist für mich jetzt auch kein Childhood Hero. So. Und ich komme nach wie vor nicht drauf. Ich kenne, also wenn ich ihn doch kenne, wenn mir jemand erklärt, was das ist und ich denke, hä, klar, kenne ich doch, dann werde ich hier mega überrascht sein, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was das sein soll. Also das ist der, also hier gab es 3 Dungeons, Etagen, wo ich mir nicht sicher bin und bei dem bin ich mir kein Plan. Ne? Bei den anderen beiden habe ich eine Vermutung, weil ich jetzt nicht 100% weiß, ob es richtig ist. Aber bei dem wirklich, ohne Witz, bitte ich euch darum, mir zu helfen. Ja. Ich weiß nicht, was ich da noch gesagt habe. Lippen lesen ist nicht so mein Ding. Sage ich einfach für alle, die jetzt einschalten, ich vertone gerade nochmal nach. Ne? Ich habe gesagt, dass ich den nächsten schon kenne, aber den übernächsten noch nicht, rein von der Vorschau. Und das weiß ich auf jeden Fall. Auch gesehen, dass der kein Problem darstellt. Also und das ist natürlich wieder sehr geil gemacht. Son Goku von Dragon Ball, ganz klar. Hier finde ich, passt der Hintergrund auch sehr gut, weil diese Welt sah ja wirklich sehr ähnlich aus.
könnte Namweg sein oder so. Der Trainingsanzug, Kampfanzug, sehr, sehr geil. Dann auch lustig, dass er natürlich zum Super Saiyajin wird, aber sich das eigentlich selber bemalt. Also das ist wieder so. Natürlich das Gesicht auch, weil die ja immer so angestrengt waren und oh, die ganze Energie, ne? Haben sich ja fokussiert. So ein Gesicht macht. Ist auch wieder sehr geil. Aber Dragon Ball natürlich, also für mich eigentlich von diesen Serien, die ich wirklich am längsten, am meisten verfolgt habe, auch am meisten wiederholt habe, da habe ich mir auch damals in so Internetforen habe ich, da konnte man Figuren aussuchen mit Kampfkraft, die konnte man stärken. Das war einfach nur ein Browser-Chat-Spiel, habe ich gemacht. Die Filme habe ich mir reingezogen, Spiele auf der PlayStation damals, obwohl ich keine PlayStation hatte, Final Bout und sowas, Ultimate 22 und so. Auch in meiner Fantasie als Einzelkind hat das eine sehr starke Rolle gespielt. Und hier wusste ich halt nicht, was das in der Vorschau ist. Und als ich gesehen habe, fiel es mir natürlich ganz klar ein, die richtig coole Yami-Yugi. Also das ist halt eine richtig coole Pose. Ne? Der Gesichtsausdruck, die Haltung der Karten. Er greift an sein Herz, er glaubt an das Herz der Kartentricks. Yami-Yugi. Also Yu-Gi-Oh! Auch eine geile Sache. Ich habe bis GX auf jeden Fall gekommen. Dann kam ja noch dieses DS OTT oder sowas. Also quasi, das habe ich nicht ganz so gefeiert. Aber dann kam nochmal dieses Dark Dimension, glaube ich. Das fand ich auch ganz geil. Und habe auch Yu-Gi-Oh!-Karten gespielt. Und hier habe ich gesagt, genau. Hier habe ich gesagt, es gibt eine kleine lustige Story zu mir aus dem Real Life. Betrifft Yu-Gi-Oh! Und dort, wenn ihr die hören wollt, wenn ihr wisst, was da passiert ist, dann gebt diesem Video 20 Likes. Ja, aufpassen, aufpassen, genau. 20 Likes, ja. Wenn ihr 20 Likes hinbekommt, droppe ich diese kleine Real-Life-Story. Es ist jetzt nichts Krasses, aber ich finde, ich muss es auch nicht unbedingt erzählen, ja. Also, es ist ein Unikat. Für mich. ja. Und habe auch Yu-Gi-Oh! Duel Links gespielt. Da habe ich auf meinem Kanal einige Videos dazu gemacht. Die haben auch gar nicht so schlecht Klicks gekriegt. Tatsächlich spiele ich es halt nicht so oder habe es nicht durchgezogen, weil mir die Kämpfe an sich selber, also sie müssen so sein. Das dauert mir aber zu lang für zwischendurch. Und wenn man viel machen will, muss man viel kämpfen. So viel Zeit kann ich nicht auf dem Handy sitzen. Und es war natürlich auch relativ Pay-to-Win-lastig. Diese zwei Gründe haben dazu geführt, dass ich es nicht durchgezogen habe. Ja, Partnerschaft bei Konami war leider nicht drin. Ne? Aber ich glaube, jetzt bin ich mit dem Video auch fast schon zu Ende. Also ich wiederhole hier nochmal. In meinem letzten Video zum Giveaway hat einer von euch einen Kommentar bekommen. Ja. Das ist der Gewinner von den 250 Pilzen. Bitte melden, sonst muss ich es neu verraffeln. Dann 16 Uhr heute nochmal auf meinem Video ein codehaltiges Video. Ja, für alle, die mich scheiße finden, auf gut Deutsch. Und 20 Likes auf diesem Video für die Real-Life-Story, würde ich sagen. Ja. Und sorry für den Fauxpas, dass ich es nachvertonen musste. Ich hoffe, ich habe es trotzdem irgendwie ganz gut hinbekommen. Und würde sagen, haut auf jeden Fall rein, Leute. Macht tschüss. Servus. Euer Basti. Lasst den Rest jetzt noch auslaufen. Komm, hör auf zu quatschen, Basti. Mach du das Video. Mach. Let's go. Ich bin schon sexy, wie ich mich da so verabschiede, ne? Not bad. Ach, falsches Video gestoppt.